was in dieser Folge passieren wird. Gute alte Leclerc, Alter, der gibt mir hier einen Pendler mit. Ich kann mich auch nicht in Luft auflösen. Wir können uns aber gerade noch hier so verteidigen. Lächerlich. Jetzt mal an Carlos Sainz, wir fahren eine andere Linie. Es geht aber. Guck dich mal an, wie viel Schwung wir da im Vergleich zu Carlos Sainz rausnehmen können. Jetzt quetschen wir uns hier vorbei auf den Körperleck drauf. Und es reicht Leclerc in den Druck der Perez raus. Wir sind am Perez vorbei. Doch nicht, aber jetzt quetschen wir uns hier in der Innenkurve vorbei. Viel auf Curb gefahren. Und das, würde ich mal sagen, ist für mich. Und damit willkommen zu einer weiteren epischen Folge hier in Silverstone, unsere F1 23. Meine Teamkarriere mit Audi Season 4 und wir sind im Home of British Motor Racing. Es ist eine, naja, Strecke. Also ich weiß natürlich, dass ich nach Chapel ordentlich von der Konkurrenz angegriffen werde. Aber hier gucken wir uns mal die Strecke an. 5,8 Kilometer, 18 Kurven. Und auch zwei DRS-Zonen sollten das Ganze eigentlich hier ziemlich spannend machen. Doch nach den Nesses, wie gesagt, wird es ziemlich schwierig, sollten wir der Vorliegende sein und kein DRS bekommen. Jetzt geht's mal in die Qualifying-Runde rein. Letzter Run, ihr seht, es ist meine zweite Runde jetzt, die ich hier auf Zeit fahre. Let's go! Q1 bzw. unser Quick Qualifying und es geht rein mit einem grünen Zeit. Das ist sogar ziemlich schön. TSC-Mittel. Selbst bremsen, selbst schalten und vor allem KI 95. Leichter Pendler, ein bisschen weit neben die Strecke gerutscht. Doch gehen wir hier mit einem ja, Plus sogar raus. Das ist nicht die beste Zeit im ersten Sektor. Das hätte ich mir besser gedacht. Unsere erste Zeit hat uns bei der UF den zweiten Platz gebracht. Und das ist eigentlich eh ziemlich gut. Hier lang laufen lassen. Ich kenne mich noch genau an diese epischen Fights zwischen Bottas und Hamilton damals und dann auch später zwischen Verstappen und Hamilton, ja, mit einem unschönen Ende hier im Cobbs Corner, wo wir bereits mit 1,5 Zehntel uns da an die Zeit von Hamilton dran robben. Natürlich, der Lokalmotor wird wieder alles geben. Ihr könnt auch gerne hier alles geben. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst doch gerne ein Daumen oben da. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, links mal unter dem Video. Und dieser Exit hier ist verdammt wichtig. Und das ist auch die Geraden, von der ich vorhin gesprochen habe. Da gehen wir mit einem ganz, ganz minimalen Vorsprung raus. Und wir haben trotzdem 2 Zehntel, auch wenn es immer nur persönliche Bestzeiten sind, auf die Zeit von Lewis Hamilton. Das ist natürlich schön. Hier in Stowe die komplette Strecke ausgenutzt. Und jetzt geht es in die letzte Links-Rechts-Kombi rein. Oder beziehungsweise Links-Rechts-Rechts-Kombi. Und dann kommen wir mit, ja, mit 80.000stel, mit einer knappen Zehntel. Mal gucken, für was das gereicht hat. Erster Platz, es ist die Pole. Oh yes, Leute. Das wird genial werden. Oh yeah. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Leclerc, Russell, Sainz, Perez, Verstappen, Bottas, Massa, Stroll, Tsunoda, Gasly, Joe, Doohan, Ocon, Theo Pourchaire, Liam Lawson, Magnussen, Albon, De Vries, Oscar Piastri und Logan Sargeant. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun ganz, ganz vorne und das ist wirklich eine Besonderheit. Der Pole Position ist wirklich immer was Geniales. Let's go, lights out. Wir starten mit den gelben Reifen. Ich probiere eine andere Strategie aus und die wird ja heute hoffentlich durchgehen. Erste Kurve, wir konnten uns gegen Hamilton noch beweisen. Er kommt jetzt hier links. Doch wir wissen alle, es ist natürlich eine Rechtskurve. Da können wir noch einmal ja, uns ja, vorne halten. Doch ich weiß natürlich nicht genau, ob meine Strategie aufgehen wird. Damit die gelben Reifen werden wir gerade zu Beginn des Rennens, so die ersten 3-4 Runden zu kämpfen haben, bis wir dann im DS-Fenster, im Reifenfenster drin sind. Und Lewis, ja, der will natürlich hier vor heimischem Publikum alles zeigen, alles geben. Und das macht er auch. Der drückt hier in jeder Kurve, wo es nur geht, an. Hier weit gegangen, die Reifen sind eiskalt. Also das ist wirklich nicht schön zu fahren. Wir rutschen hier herum und das merkt natürlich auch Hamilton. Der will hier vorbei. Ich hoffe natürlich, dass das sich bald legen wird und dass wir eventuell uns da trotzdem vorne halten können. Ja, die SS sind auch eher gemächlich. Ich bin, glaube ich, im Training 3 Runden mit dem gelben Reifen gefahren. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das anfühlt. Die 3 Runden waren aber immerhin in der Rennstrategie.
Jetzt wird er zwar schon ein bisschen näher kommen, aber noch nicht ausscheren bzw. überholen können. Denn es gibt hier auf dieser Geraden noch kein DRS. Ab Runde 3 schaut es dann anders aus. Wir gucken uns nachher mal die Start-Replay an. Wir sind das rechte, erste grüne Auto, Massa ein bisschen weiter hinten. Ihr habt es eh vorhin gesehen. Und ja, da können wir uns beweisen. Wir waren da auch vom Start her, von der Reaktionszeit her, ein bisschen besser wie der gute Lewis. Doch hier bin ich zu weit gegangen. Und vor allem auch die Reifen von Hamilton sind dann halt wirklich, ja, on point wahrscheinlich, und wir müssen uns hier durcharbeiten. Runde 2, wir haben es vorhin gesehen, Leclerc ist innen nach Stowe an Hamilton vorbeigegangen und wir sind jetzt immer noch Erster. Doch das könnte natürlich jetzt noch schwieriger werden, denn der Ferrari ist wirklich enorm schnell auf den Geraden. Wir sind ja mit einem Mercedes-Motor hier unterwegs, doch ob das in Season 4 immer noch die beste Entscheidung ist, das wage ich langsam zu bezweifeln. Unser Auto steht bei 351 meistens an und uns auch die Beschleunigung ist jetzt eher mau. Vielleicht gucken wir uns da um den anderen Sponsor um. Hier nochmal Foldstow ausgenutzt. Raus geht's ab in der SS. Wir haben Margots, Beckerts und dann auch noch Chapel. Und gerade bei Chapel ist halt der Exit extrem wichtig, denn hier kannst du halt so leicht von den Gegnern gefressen werden. Das ist eine Full-Speed-Passage, wo wirklich der Exit alles ist. Denn wer besser rauskommt aus der Kurve, bekommt dann natürlich auch später das DRS noch und kann dann richtig angreifen. Wir können uns nicht lösen, es war mir auch klar, Leclerc probiert es hier schon mal. Er zeigt uns schon mal, ja, ich bin auch da, wir sind in Runde Nummer 4, 7 Zehntel konnten wir uns jetzt rausfahren. Die Reifen gehen jetzt einen Ticken besser, aber die roten sind natürlich immer noch die Meter auf der Strecke. Es wird knapp, Hamilton jetzt fast aus dem DRS-Fenster draußen, Leclerc leider gar nicht. Also wir haben auch ein Riesenloch, also wir sind die erste Gruppe, so die Top, ich würde mal sagen 10. Und dann ist ein abgerissen, dann ist ein Alpine ganz allein und dann nochmal ein Riesenloch dahinter. Hier können wir uns jetzt mal, ja, auch genehmigen, nicht ES zu benutzen, denn Leclerc war so weit weg, das wird nichts. Ich hoffe auch, dass die Reifen dann irgendwann mal kaputt werden, die roten. Ich dachte mir so, vielleicht könnte das eine coole Strategie werden, um zum Schluss dann eventuell auch den Fight um die schnellste Rennrunde anzugehen. Aber ja, die holt sich jetzt mal Leclerc, gut, aber ja, das ist jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, die wird später noch deutlich schneller sein. Apropos schnell, Leclerc, der drückt hier an wirklich, der fährt, als ob es keinen Morgen gibt. Die roten Reifen dürften immer noch nicht, Ablaufdatum erreicht haben. Die sind so unheimlich schnell, die sind so, ja, auch wendig. Die sind aus den SS raus, da musst du echt immer aufpassen. Und mit dem 4 Zehntel wird es dann echt knapp werden. Hier ist dann mal der gute alte Leclerc, Alter, der gibt mir hier einen Pendler mit. Ich kann mich auch nicht in Luft auflösen. Wir können uns aber gerade noch hier so verteidigen, in die letzte Kurve rein. Und ja, das war knapp. Das war sehr knapp. Es hat sich mittlerweile eine enge Schlange gebildet. Und warum gehen diese roten Reifen einfach nicht ein? Ich frage mich das wirklich. Also, wenn ich mit den roten gefahren wäre, ich hätte bestimmt ab der 6. Runde richtige Reifenprobleme gehabt. Das merkt man auch natürlich. Und ja, meine gelben anscheinend funktionieren gar nicht. Also, es ist wirklich unmöglich mit diesen Scheißreifen, sorry für den Ausdruck, aber mit diesen Reifen hier ein ordentliches Rennen zu fahren, das ist nahezu unmöglich. Ich habe die Top 10 hinter mir in der Schlange wirklich in maximal 8 Sekunden. Und das ist dann wirklich arg knapp. 8 Zehntel sind es jetzt mal zu Leclerc, das ist so ein bisschen der Respektabstand. 4 Zehntel nur noch zu Charles Leclerc, es gibt doch die RS. Jetzt muss ich das ES drücken, ich bleibe hier ganz rechts und ziehe dann natürlich, um die Kurve zu erwischen, links. Und das reicht nicht ganz, ich rutsche ein bisschen weit neben die Strecke. Leclerc probiert uns zwar zu überholen, aber es sollte wieder wie vorhin sein. Boah, da fahre ich arg über den Sausage Curb drüber und da, ja, erkennt doch Hamilton seine Chance. Ja, Mann, warum ist unser Reifen jetzt schon tot und der von den Jungs da hinter mir absolut noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt gibt es ein wildes Hin und Her zwischen Leclerc und Hamilton und das ist natürlich gut für uns. Theo Pourchaire ist jetzt auch draußen, schade für den Jungen. Apropos Theo Pourchaire, da wird es jetzt auch bald in unserer Formel 2 Karriere weitergehen für alle, die sich darauf freuen. Es tut mir leid, dass das auch die letzten Tage eher wenig kam. Grund dafür ist auch TikTok und vor allem auch dieser Triple Layer an Formel 1. Das ist so viel Stuff zu produzieren, zu schneiden und so weiter. Ihr könnt mir, glaube ich, folgen. Auf TikTok mindestens jeden Tag 4 Videos online. Und ja, das muss natürlich auch recherchiert und vor allem auch geschnitten, hochgeladen und dann auch an den jeweiligen Zeiten veröffentlicht werden. Es ist echt ein arger, ich will nicht sagen Stress, weil es macht extrem viel Spaß.
Lewis kommt jetzt hier und links neben ihm, dann auch gleich Leclerc dahinter. Ins Stone! Oh mein Gott, was macht Lewis denn? Den dreht hier fast ein ins Stone, der überholt und so geht in die Box. Das ist wirklich... Ach, das hat mich so irritiert, dass ich hier den Scheitelpunkt verpasst habe. Nein, also ich verstehe jetzt nicht genau, was diese Aktion von Hamilton sollte. Das hat eigentlich nur Zeit gekostet für uns beide. Also warum er uns da jetzt so auflaufen lässt, das war wirklich, ja, kein Plan, warum er das gemacht hat. Aber wir sind jetzt auch fix und foxy, 26 Sekunden und 60. Welches Genie hat sich bitte 60 km/h in der Boxengasse einfallen lassen, wenn die eh schon 2, keine Ahnung, Kilometer lang ist? Also 60 km/h finde ich dann echt sehr mau. Das wird echt knapp werden. Ich weiß, die Box dauert hier um die 30 Sekunden und sollte die wirklich so lang dauern und die KI da wirklich keine Probleme haben, dann werden wir unfassbar weit zurückfallen und diese Strategie könnte dann heute wirklich unnormal in die Hose gegangen sein. Also es war mir schon von Anfang an klar, dass es eine dumme Strategie war und das wird mir jetzt noch klarer, denn ich bin nur noch Achter. Ich war erster Platz und jetzt sind wir auf den 8. Platz zurückgefallen. Das ist wirklich extrem bitter, Leute. Wir haben zwar Sainz mit den weißen Reifen, wir sind jetzt auch eher so 6-7 spaßige Runden mit den roten Reifen. Doch von Spaß kann keine Rede sein, denn ich muss hier richtig ackern. Es ist zwar immer wieder so, also die sind eh alle in einer Schlange, doch mit DRS und so weiter wird das trotzdem eine wirkliche Mega-Aufgabe werden, die Jungs da noch einzufangen. Jetzt hier noch einmal dieses Außen-Dranbleiben an Leclerc. Später bremsen und ja, das war das erste Mal. Da waren wir auch nicht auf dem Curb drauf. Da konnten wir mit einem späteren Bremsmanöver uns da ein bisschen an Leclerc vorbeisetzen. Und dann das zweite Mal, als dann ja Lewis da außen vorbeiging und ich absolut keinen Platz mehr habe, da musste ich richtig ins Gras reinfahren. Ja, das hat sicher ein, zwei Sekunden gekostet, aber ohnehin war das dann eher so eine dumme Strategie von mir. Jetzt ist Carlos Sainz vor uns doch. Felipe Massa wäre in den Punkten und würde heute, ja, obwohl wir von der Pole gestartet sind, würde der trotzdem nur 3 Punkte weniger machen. Also wir holen 4 und er wird 1 holen. Also das ist dann wirklich eher lächerlich. Jetzt mal an Carlos Sainz, wir fahren eine andere Linie. Es geht aber. Guck dich mal an, wie viel Schwung wir da im Vergleich zu Carlos Sainz rausnehmen können. Jetzt quetschen wir uns hier vorbei auf den Körbleck drauf und es reicht, dass wir vor Stowe am Spanier vorbei sind. Oh ja, yeah, Leute, jetzt gibt es die Hammer-Time hier, denn wir müssen in den Essays uns auch an George Russell dran setzen, der in der Gruppe ist mit Valtteri Bottas ganz spät rausgezogen. Russell hatte hier keine Chance zu reagieren. Jetzt haben wir außen die bessere Linie, es war nicht neben der Strecke und wir sind 6. Platz. Jetzt ist wirklich genial hier. Es macht so viel Spaß mit den viel besseren Reifen. Ich werde natürlich am Anfang mit den roten starten sollen, denn zum Schluss da mit den besseren Reifen auch an Max easy vorbei. Das ist natürlich, ja, echt einfach geil. Also das macht so mega viel Spaß. Bottas sollte jetzt mit dem DRS auch kein Problem sein. Leichter Rutscher aus der Kurve raus. Doch, dann nehmen wir viel mehr Schwung mit. Das hätte eine Verwarnung geben müssen. Danke, Nils Wittig, dass es das nicht gab. Und Leclerc jetzt innen drückt der Perez raus. Wir sind am Perez vorbei. Doch nicht, aber jetzt quetschen wir uns hier in der Innenkurve vorbei. Viel auf Curb gefahren. Und das, würde ich mal sagen, ist für mich ein 10 von 10 Überholmanöver. Es war so spaßig. Wir konnten uns wirklich gut vorbeisetzen hier an die Mexikaner. Leclerc wird dann eher eine härtere Nummer. Und ich denke mal, dass Hamilton außerhalb unserer Reichweite sein wird. Ich meine, die Reifen sind natürlich im Top-Zustand. Aber wir werden jetzt sicher noch eine Runde brauchen, um an Leclerc vorbeizugehen. Und dann wird es eher mau werden. Wir gucken uns das an. Der Exit aus den Essays war nicht so gut. Ich habe hier auch ein bisschen Recharging betrieben, denn ich wusste, dass es schwierig werden wird. Da hat dann Sainz mal kurz seine Chance gewittert, aber ja, nix. Also du kannst natürlich nicht mit dem weißen Reifen gegen den roten hier irgendwas machen. Ganz spät hier reingegangen. Ich habe da auch den Curb mitgenommen, den Rutscher. Konnte aber außen dran bleiben und through goes tatsächlich Topstor. Also da erinnert mich so ein bisschen an diesen Fight da letzten Jahr zwischen Hamilton, Perez und wir, keine Ahnung, Sainz oder so oder Leclerc, keine Ahnung, wer da noch alle dabei war. Auf jeden Fall eine coole Sache hier. Da kam dann dieser leichte Übersteuerer. Ja, da wollte ich auch ein bisschen zu früh aufs Gas gehen, hat aber kaum Zeit gekostet. Im Windschatten hier dann an Valtteri Bottas dran und das war so ein bisschen der Anfang vom Ende von Perez seinem Platz.
Deine wurde so ein bisschen rausgequetscht von dem Charles Leclerc. Und ja, ich weiß nicht genau, warum er da so eine blöde Bewegung macht, Perez. Er hatte hier sowieso innen sowieso genug Platz. Jetzt nächster Stopp. Leclerc würde ich schon noch gern haben. 4 Sekunden werde ich nicht schaffen in 4 Runden. Also für das sind doch die Reifen. Da, wenn ich jetzt rauskommen würde aus der Box und jetzt mit dem frischen Roten hier wäre, wären das die 4 Sekunden, würde ich mal sagen, machbar. Aber ja, mit diesen, ich würde mal sagen, abgelutschteren Reifenwünschen ist es unschaffbar, da noch an Lewis auch dran zu kommen. Jetzt heißt es aber trotzdem mal, ohnehin an Charles Leclerc vorbeizugehen. Das könnte ähnlich wie bei Bottas vorhin werden. Wir gehen in den Windschatten rechts vorbei. Rechts eher eine dumme Variante, doch ich kann natürlich auch viel später bremsen. Lass Leclerc auch lange Zeit genug Platz innen und dann gehen wir vorbei. In meiner Lieblingskurve des heutigen Rennens sind wir jetzt 2. Platz. Ohne 0 habe ich durch diese Strategie also dann doch, ja, 7 Punkte verloren. 8, weil ich wollte mir ja dadurch die schnellste Rennrunde holen. Das hat natürlich nicht gereicht, weil es keine Runde gab, wo ich nicht jemanden überholen musste oder pushen musste oder mich verteidigen musste. Also ja, die Strategie ist absolut nicht aufgegangen. Vielleicht auch, weil ich eine Runde zu spät in die Box gekommen bin und dann tatsächlich keine Chance mehr hatte, mich da irgendwie noch anzunähern. Und guck dich mal an, wie der Leclerc hier angeschossen kommt. Wir haben kaum mehr ERS. Und da ist wirklich der Unterschied richtig enorm zu merken. Verstappen hat sich die schnellste Rennrunde also gesichert. Das ist auch schön. Aber ja. Das heißt natürlich dennoch, vielleicht besteht die Hoffnung, wir konnten Lewis schon, yes man, die schnellste Rennrunde irgendwie hier neben der Strecke noch mitgenommen. Mit dem habe ich absolut nicht mehr gerechnet. Und ja, wir sind jetzt nur noch 2,7 Sekunden hinter Hamilton. Eventuell könnten wir jetzt da auch noch drauf hoffen. Jetzt gibt's mal Action zum Angucken. Turn 1 hier. Natürlich konnten wir auch hier später... Nein, das ist Cops, sorry. Das war Cops Corner. Durch die SS durch. Okay, das war eher eine Mauer. Jetzt sind wir 1,8 Sekunden hinter Lewis Hamilton. Doch ich merke halt auch, dass diese Reifen von dem gesamten Pushen so übertrieben beansprucht wurden, dass es hier wirklich unmöglich ist, noch an dem lokalen Matador vorbeizugehen. Es ist halt schade, denn wir verlieren sozusagen jetzt 6 Punkte. Aber ja, ich kann es nicht ändern. Die Strategie habe ich mir am Anfang ausgedacht. Dachte mir, das könnte gut werden, weil auch die anderen Rennen eigentlich gut geworden sind. Aber manchmal ist es dann doch besser, mit dem Strom zu schwimmen als dagegen. Und dann, ja, verlierst du halt auch nicht viel Zeit. Ja, jetzt hier an der Hangar Straight, 18. Runde, letzte Chance für Charles Leclerc, der jetzt tatsächlich nah dran gekommen ist. Ich habe in der letzten Runde abreißen lassen. Wozu überhaupt noch pushen? Ich meine, es ist eh schon vorbei, das Rennen. Jetzt durch Stone noch einmal durch und ich merke halt auch wirklich, wie die Reifen durch sind. Und Leclerc, ja, der wird vielleicht nochmal eine Chance bekommen. Sollte ich den Exit hier nicht, ja, normal schaffen. Letzte Kurve durch und jo. Es reicht. Wir holen den 2. Platz immerhin. Obwohl wir von der Pole gestartet sind, jetzt weiß ich auch, wie sich Leclerc manchmal fühlt. Gucken wir uns die Siegerehrung an, weil drauf sind wir ja. Und wir hatten eine weitere Pole in unserer Karriere. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Die schnellste Rennrunde sichern wir uns auch. Ist nicht so schlecht gelaufen, würde ich sagen. Ein weiterer historischer Sieg geht auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Und hier haben wir nun das Final Klassement. Wir verlieren, wie gesagt, 6 Punkte auf Lewis Hamilton, aber in der Weltmeisterschaft
sollten wir da dennoch deutlich vorne sein. Hamilton jetzt auch unser nächster Verfolger, 18 Punkte hinten. Das könnte nochmal spannend werden. Konstrukteurs-WM ist auch noch nicht gelaufen. Also ich freue mich extrem, auch da nachher noch reinzugucken. Vielleicht ist der zweite Platz, vielleicht sogar der Konstrukteurstitel drinnen. Also das wäre dann natürlich noch geiler, wenn wir dann als Mercedes, als Audi-Team den Konstrukteurstitel holen würden. Das ist natürlich eine Träumerei, die natürlich jetzt, die lassen wir mal außen vor, aber trotzdem hier sind wir weit vor Massa, aber er ist auch ein tolles Rennen gefahren, hat wieder wertvolle Punkte mitgenommen und wir konnten alle unsere Ziele hier schaffen. Und es gibt einen Sponsoren, nein, es ist Marketing, ja, da geben wir große Spende, dann ist auch der Ruf besser, das ist natürlich klar, aber ja, vielleicht ein Spezialhelm für, also wir hatten ja so ein Spielwerk, Blödsinn, jetzt kommt Belgien. Zwei Sponsoren brauchen wir gleich neu und das schaut dieser Krypto, keine Ahnung was das ist, Kyrillisch, schaut eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich gehe wirklich immer auf die wöchentliche Zahlung, ich meine die Bonuszahlung, ja, wäre cool, wenn man die schaffen würde, aber wie gesagt, die bezahlen wir jetzt auch nicht mehr, wenn ich da, keine Ahnung, ein Rennen gewinne. Und trotzdem, wir nehmen mal diese kyrillischen Zahlen und dann gucken wir noch einmal. Ja, noch ein zweites. Das könnte JPP. Das ist auch, das sieht halt auch, hol dir. Das ist unfassbar. Chinesischer, den nehmen wir. Schaut scharf aus, würde ich sagen. Und ja, die Weltmeisterschaft ist natürlich echt eine Top-Sache. Wir laufen auch gut mit den schnellsten Rennrunden. Die konnten wir uns tatsächlich bis auf Spanien auf jeder Strecke sichern. Spanien und auch Australien die schwächsten Rennen und sonst läuft die Season eigentlich wirklich besser, könnte es nicht laufen. Der Audi funktioniert und ich glaube auch in dieser Special Season könnte da wirklich ganz knapp am Konstrukteurstitel dran sein. Das ist nur zu designen, ich dachte mir auch vielleicht mal wieder ein bisschen was ändern und ja, aber nein, das lassen wir mal besser sein, dann würde ich mal sagen, neue Sponsoren draufkleben und für heute soll es das dann mal gewesen sein, da gucken wir mal den neuen Sponsor. Ja, ist asiatisch das zweite, glaube ich. Ich finde es auch cool, schwarz auf schwarz, dann musst du immerhin nicht irgendwie erklären, was oder keine Ahnung, wie das aussieht. Jo, Novus wird ersetzt durch den und ja, so war's das dann. Wir nehmen auch wieder den anderen Helm und ich glaube, wir gehen auf jeden Fall back to the roots. Wir werden den alten Rennhelm wieder benutzen und ja, für heute soll es das mal gewesen sein. Unfassbaren Dank für einen Krankensupport. 560 Leute sind wir hier schon. Ich hätte mir das echt nicht gedacht, vor Formel 1 23 waren wir nicht mal 500. Und ich glaube auch, das könnte noch viel mehr werden. Also falls du noch nicht abonniert hast, würde ich mich das gern über ein kostenloses Abo freuen. Auch unbedingt über ein Däumchen oben und auch gern über einen Besuch auf meinen Social Media Channels auf iTunes-Gaming, auf TikTok, auf Instagram und auch gerne auf Fitz-Tobi auf TikTok. Macht da dort die 13k voll. Mann, ich bin schon komplett von der Linie. Viel, viel Spaß für den nächsten Video. Schaut auch gerne auf TikTok vorbei. Für heute soll es mal gewesen sein. Danke für den Support und wir suchen uns auch das nächste Mal in den Fahrer aus. Ciao.